Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Annas Quest, wo wir gerade, oder in der letzten Folge zumindest, in der Taverne mit Gottfried gesprochen haben, der uns erzählt hat, dass er Hänsel im Wald ausgesetzt hat, weil er und seine Frau nicht mehr genug zu essen hatten. Und anscheinend hat diese freundliche Hexe, die dort, ich befürchte, sowas wie eine Falltür hat. Ah, hier hinten. Okay, müssen wir die Hexe dann dorthin locken für die Falltür oder werden wir dorthin gelockt? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal, was passiert. Und dann werden wir vermutlich im Keller bei Hänsel landen, denke ich zumindest. Aber lass uns erstmal umschauen, was wir hier eventuell alles kriegen können. Oder was so, wow, was hier so alles los ist. Kann ich den Schlüssel einfach nehmen? Wahrscheinlich nicht. I can't. The witch is right there. There's more than just the door key there. What could they be used for? Okay, hier hängt sonst nichts. Das Fenster geht nicht. Die Tür nach draußen. Hier oben ist nichts. Wir gucken uns erstmal alle Sachen an. Oh my. What could she possibly need such a big furnace for? Except to... No, I don't want to think about it. A stool. A stool beside a trap door. Witches aren't very creative with their traps. What? What trap? That's a... It's a... Just sit down already. Her chair looks a lot more comfortable and less trap-like. What? What trap? That's a... It's a... Just sit down already. These witches might be downright creepy, but no one can deny their dedication. Aw, this woman doesn't seem to be very good at looking after her pets. Well, either that, or she is just really attached to an old one. That lever there is odd. I'm not sure I trust this witch in the slightest. There it is! So near, yet so far. I'd really prefer not to, actually. It looks gross enough from here. I'd really prefer not to, actually. It looks gross enough from here. Kann ich einfach runtergehen? Vermutlich nicht, oder? No! Stop! That's my bedroom. You're not allowed. Okay, okay. Habe ich was übersehen? Wir haben den Schlüssel, den Ofen, das. Nee, wir haben alles. Okay. Kann ich denn hier irgendwie den Schlüssel runterwerfen? Wahrscheinlich kann ich gar nichts verwenden, solange sie zuguckt, oder? I told you, dinner is nearly ready. I told you to sit! Okay, vielleicht sollten wir uns einfach hinsetzen, damit wir runter in den Keller kommen, oder? Yes, stupid child. Kekeke! Huh? What was that? Ooh, this old house. Never mind that. Let's eat. There you go. Nice and comfy and delicious. Wow. Yeah. Two. I got two. Ow. My head. Hansel? Is that you? How did you know my name? And you're okay. Oh, I'm so relieved. Okay. Relieved? Are you crazy? We're doomed. Doomed. Hansel, just... Doomed. Hansel, get a hold of yourself, boy. But she's going to eat us. Nope, not if I can help it. So, how are you really, Hansel? You doing okay in here? We're going to be eaten. Why would I be okay with that? I'm just trying to comfort you. Kind of. Kind of not so well. But I will get us out. Oh? Yeah? Well, to tell that to this guy next to me. If it helps you feel any better, your pa is very worried about you, you know?
Is he coming to save us? Well, no, not exactly, but... Oh, jeez! Then we're doomed! Doomed! Thanks for the vote of confidence. Ansel, when I came into the house, there was a big bump. I heard you coming in. I was trying to warn you. How did you do that? It really made a noise, shook the whole house. Oh, I just kicked that support beam over there in the center of the room. If it gets bumped hard enough, you see, it shakes the upstairs level. I do see. Interesting. So, what plans do you think you have for escaping? Don't you get it? We're trapped! Trapped! And doomed! Geez, Hansel. Calm down. We're not doomed. It's okay. I'm sure I can figure something out anyway. Oh. I'm going to keep looking around for a way out, okay? Okay. If you say so. Okay, das ist der Stützbalken, ne? Stützpfeiler, genau. Und gegen den hat er gelatscht. Skelett, Hammer, Luke, Mühlstein. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns erstmal wieder alles an. Und dann gucken wir weiter. Wir fangen hier drüben an. Ew. This mill must have been used to grind grain or some such in the past. But now it looks like the witch is using it to grind something else entirely. I can't actually reach. Blech. Who knows what the witch was using that for down here? Nur der Hammer? Okay, keine Pfütze, Treppe. The mill witch is right up there, waiting to eat me and Hansel. According to Hansel, this beam supports the upstairs level. Okay, wenn das Haus oben wackelt, wenn man hier gegenlatscht, dann kann es sein, dass oben vom von diesem Haken der Schlüssel fällt. Ooh, it's a series of cogs and rods that seem to operate the trap door. It must be how the lever is connected to the trap door to open it. The mill witch really thought this through, huh? These witches might be downright creepy, but no one can deny their dedication. Oh my, how long has the witch been kidnapping these kids for? Warum hat's es nicht aufgegessen, vor allen Dingen? He's had a rough night, the poor guy. He looks absolutely terrified. Okay. Lass mal... Oh, falsche Tasse. Lass uns mal gucken, ob ich was übersehen habe. Nee, habe ich nicht. Okay. Können wir vielleicht erstmal so versuchen, was zu bewegen hier? Tam 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 tam. Hey? Stupid children, stupid little nuisances. Won't be breaking my house when I eat you, will you, you stupid resifresin? I could hear the keys rattling when I do that. Only, it doesn't seem to be enough to knock them down. I need something with more oomph. Was man mehr Bums. Okay. Das ist es nicht, ne? The little guy doesn't seem interested in it. Okay. Kann ich denn... My telekinesis won't work. Okay. Oh, yes, good idea. I can't reach it from in here, but maybe I can bring it closer. Watch your head there, Hansel. Huh? What was that? That was sorcery. Black magic. You're a witch, too. It's a... Well, it's hard to explain. It's something I've only learned of recently. But I've been told it's called telekinesis. Telekinesis? Wait. You don't mean... You're from the woods in the west? Woods in the west? Well, I think my farm is kind of west from here, maybe. I knew it!
I know you. You and your grandpa. The family with telekinesis. It must be you. Wait, I don't understand. He doesn't know any telekinesis. I think you have me mistaken, Hansel. I'm pretty sure I don't. Your grandpa, he was famous. I read a book about him. He helped people from all over. He used his telekinesis for all kinds of good deeds. He's like a hero, don't you know? No, I don't know. I mean, he's always been a hero to me, but not like that. I've never seen him use telekinesis, and he's never said anything to me about it. Well, you know how to use it. And if you know, then hurry up. Get us out of here already, before we're eaten. Oh, yes, yes, I'm working on it. I'm working on it. That's so strange. My grandpa? Using this thing? It can't be, can it? Warum nicht, wenn wir die Fähigkeit haben? Ich meine, wir haben es ja, wir als Zuschauer haben es ja schon gesehen, dass der Opa das Buch vom Regal oben geholt hat. Aber sie hat ja in dem Augenblick die Augen geschlossen gehabt, deswegen weiß sie es nicht. Wir hauen mal mit dem Hammer gegen den Stützpfeiler, weil der ja was ist mit mehr Umf. Aha, this heavy thing should do a better job at shaking the walls. Tum 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 ta tum tum tum. Hey? Stupid children, stupid little nuisances. Won't be breaking my house when I eat you, will you, you stupid resafresin? That did the trick. I'm pretty sure I heard the keys falling down then. Okay, können wir jetzt einfach mit unserer Gedankenkraft das Ding hier öffnen? Oh, good idea. Maybe I can operate the trap door from here. The keys are just above, so I can maybe get them to drop through too. Let's see. Oh dear, that didn't quite go as planned. The lever is disconnected, so at least this way the witch can't use the trap door anymore. Ja, aber... Ist das was Gutes? Ich meine, wenn sie die Tür nicht mehr verwenden kann, bedeutet das doch aber auch gleichzeitig, dass sie nicht mehr aufgeht? Crickle crackle, crackle crick, crackety crickle crack. Ah, okay, es geht trotzdem. Hey? Stupid children, stupid little nuisances. Got them. Let's see if they work. Freedom! Well, just about. Hold on. Warum hat Hänsel eigentlich keine Gretel? Okay, Schlüssel, Mühlstein. Können wir die Luke hier öffnen? No, that won't work. Warum nicht? I think that's our best way out of here. It seems I can't reach that. Hier ist eine Leiter davor, wie kannst du denn da nicht rankommen? Hä? Keine Ahnung. Können wir jetzt nicht Hänsel sagen, beweg dich? Schutzbalken, Ausprobleme, kannst du mir was über das Buch sagen? Das Zauberbuch, oder was? Can you tell me more about this book? What else did you know about my grandpa? Oh, I don't know. He just... That's just to live an honest life working out his days, it said. Oh, I see. Okay, ich dachte gerade, das ist, was ich schon ausgesprochen habe, deswegen habe ich es... Also schon abgefragt, meine ich, deswegen habe ich es weggeklickert, aber es war doch was anderes. I'm going to keep looking around. Okay, okay. Ausbruchspläne. Wir haben das Grippe, wir haben immer noch den Falltürmechanismus. Kann ich den... Macht keinen Sinn, aber... I could open the trap door this way, but there's no... If yeah. I'm going to trap the witch, I need to make sure she's on top of it first. Ja, aber muss ich nicht Hans dazu erstmal rauskriegen, ist die Frage. Warte mal, können wir hochgehen? I could just sneak up there, go straight for the book, but she can't keep getting away with this. I have to, I don't know, stop her somehow.
Kann ich gegen den Balken nochmal hauen? No, I don't need to mess with that anymore. Okay. Ich habe keinen Schlüssel auch mehr. Nope. Too far away. Aber wie kann denn das so weit weg sein, wenn eine Leiter davor steht? Ah! I don't want to be too reckless with this power. I think I'll leave that. Okay. Okay. Sie sagt halt auch immer noch, ne, dass es so weit weg ist, oder? I think I'll... Sie lässt es lieber. Was ist denn, was kann es denn noch mit der Luke sein? Schlüssel zur Mühle, hier? I'm not sure what good that would do. Das ist ein Mühlstein, den kann ich verwenden, um was klein zu malen. Aber vielleicht die Knochen vom Skelett? No way. Warum nicht? Oh my, how long... Was können wir denn sonst noch machen? Ah, no. No. Lieber nicht anfassen. Now it Früher Korn gemahlen und jetzt wissen wir nicht mehr, was es ist. Kann ich denn hier? Wir probieren mal. No. I should... Gabel lieber nicht einsetzen. Okay. See, Hansel? Told you I'd find a way. Let's get out of here. Well... That's Hansel and his papa reunited. Such a sweet thing to see. The way he hugged him, I don't think Hansel's papa will ever let him out of his sight now. Only thing is, I still need that spell book. I have to go back in, face up to the Mill Witch, and somehow get that book back for Grandpa. Warte mal, lass uns mal nochmal runter in den Keller gehen. Wir machen die Käfigtür zu. There, locked. Now. If I can just get the witch to fall for her own trap, I'll just hide these keys on my way out too. Won't be needing them anymore. Okay, die hat's weggetan. Ich nehme an, wir dürfen nicht hier hoch, ne? Genau. Ich nehme an, wir müssen wieder zur Vordertür rein zur Hexe. Deswegen machen wir das mal. Yes? Yeah! I didn't do anything to you. You remembered wrong. No, no, I'm just... You see, my sister. Yes, yes, my sister. You haven't seen her around, have you? She looks, a lot like me. Sister? Ha ha, of course. That is, no. No, I haven't kidnapped anyone, no. But do come in, child. Come in. Are you hungry? You look hungry. Come in, come in. Take a seat. Sit, sit. It's almost ready. Kann ich mich auf den Stuhl setzen einfach? No. No, no, no. Not that one. That's my chair. Yes, my chair. Okay, ich setze mich mal auf den anderen. Yes. Stupid child. Kikiki. There you go. Nice and comfy and delicious. Gotcha. Ah! What? No. Urgh. Why isn't it opening? Dann werden wir immer helfen, oder? No, I refuse to hurt anyone else for my own sake. Was? Ich will die Luke doch. It's broken now, thanks to me. Hä? Muss ich nach unten? Und das? No! Stop! That's my No! You! Stay right there! But... You seem kind of preoccupied. Maybe I'll come back when you're not so busy. But... Ugh, fine. Leave. I'll eat it all myself. Huh.
Okay, also müssen wir wieder hier unten rein und jetzt den Mechanismus betätigen, oder? I could open the trap door this way, but there's no point right now. If Ist I'm das dein Ernst? The witch, I need to make sure she's on top of it first. Sie hüpft drauf rum, Alter. No, I don't need to. Hä? I could open the trap door if I'm going. I could open if I'm going to trap the. Dein Ernst? Yeah. Oh. Are you hungry? Ich hab's jetzt mal schnell weggeklickert. Also müssen wir das hier oben machen. Ich weiß aber gerade noch nicht wie. Take a seat. Ja. Hopefully. Bla 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 bla. So, setz dich drauf. Yes. There you. Ah, hätte ich das wieder flicken müssen? Das Kabel? Ach nee, wenn ich es geflickt hätte, dann wäre ich ja jetzt wieder reingeflogen, ne? Das kann es nicht sein. Open! So, okay, wie öffne ich die Luke jetzt? Der Ofen, der Käfig. Kann ich denn... Nee? It's broken now, thanks to me. It's broken now. And what? Throw the witch in there? Who do you take me for? I'm not resorting to violence. These witches might be downright creepy, but no one can deny their dedication. No way. Ich habe halt keinen Schemel. Nee. No. No, no, no. You stay right there. Don't move. Okay. Ein Topf? No. Ein Fall? Ah, I'd love to take him and set him free, but I think he's a bit beyond my help now. Bin gerade schon wieder überfragt. Ich habe gedacht, sie hüpft hier weiter drauf rum. Und wir gehen halt außen rum und machen unten die Mechanik halt wieder an, wisst ihr? Das war der eigentliche Sinn von meinem Kram. Kann ich mich hier draufsetzen? Sagt sie auch wieder nein, ne? Ihr Stuhl. Ich kann auch nicht auf die Hexe anwenden. No, I refuse to hurt anyone else for my own sake. Warum mache ich das mit dem Kochtopf? Was ist damit? Keine Ahnung. Liebe Leute, wir sind aber auch schon bei fast 25 Minuten bald angekommen. Und diese Hexe macht mich wahnsinnig. Ich habe keine Ahnung, was wir hier tun müssen. Ich schlage deshalb vor, wir machen eine Aufnahmepause. Und wir prüfen in der nächsten Folge. Vielleicht hier das noch auf das anwenden, aber... Nee, geht halt nicht. Auf den Vogel geht es auch nicht anzuwenden. Rufen haben wir gesagt, macht sie auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Das kann ja auch nicht der Schemelmechanismus sein, weil das macht sie ja auch nicht. Mit dem Seil nicht. Nee, ich wollte den Stuhl nach hinten ziehen oder sowas, dass dadurch der halbe Mechanismus in Kraft gesetzt wird. Aber das funktioniert halt auch nicht, ne? Deshalb, wir gucken das einfach in der nächsten Folge an. Irgendwie muss es ja gehen. Wir dürfen nicht den Raum verlassen, aber... Ich weiß auch gerade überhaupt nicht, wie. Lass uns das beim nächsten Mal gucken.
Also bis dann, liebe Leute. Tschüss.